Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Nicole. Und Nicole ist 30 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo. Um was geht's bei dir, Nicole? Bei mir geht's darum, ich habe einen übers Internet kennengelernt. Ja. Im Mai. Ja. Wir waren dann auch längere Zeit zusammen, bis Ende August, Anfang September. Nicht so ganz lang, aber immerhin. Ja, nicht ganz so lange. Mittlerweile habe ich auch rausgekriegt, dass er mit mir noch 6 Frauen hatte. 6 Frauen? Ja. Während du mit ihm zusammen warst? Richtig. Wie hast du das rausgekriegt? Über Facebook. Aha. Da habe ich das Bild verlinkt und einen Text drunter geschrieben und daraufhin haben die sich dann bei mir gemeldet. Wir haben auch jetzt noch Kontakt und ja, unter anderem ist er auch mit seiner besten Freundin da zusammen gewesen, was er immer als Vorbild geschoben hat. Und du hast jetzt noch mit ihm Kontakt? Nein, ich habe keinen Kontakt. Ach so, du hast gerade gesagt, wir haben jetzt noch Kontakt. Nein, ich mit den anderen Frauen. Ach so, mit den anderen Frauen, verstehe. Verstehe. Mit denen er auch gleichzeitig was hatte. Wann ist das denn rausgekommen, dass er noch so viele andere Frauen hatte? Ende September, Anfang Oktober. Aber da wart ihr schon getrennt? Nee, der hatte mir das erst im Oktober gesagt. Der hat sich eine ganze Zeit lang auch gar nicht gemeldet. Da hat er gesagt, sein Handy wäre kaputt oder er müsste sich von der Polizei verstecken, immer so ausreden. Ach so. Und dann hat, nachdem du ihm auf die Schliche gekommen warst, durch Facebook, wie du es gerade gesagt hast, dann hat er es dir auch gestanden. Ja, nicht ganz so. Ich habe ihn dann mehr oder weniger auch an die Wand gepresst. Ja. Und wie gesagt, dann hatte er das mir noch nicht mal ins Gesicht gesagt, sondern am Telefon. Mhm. Und ja, mittlerweile hat er mehrere Frauen wohl, wo dem auch aufs Dach steigen. Aber nun könnte man sagen, dumm gelaufen die ganze Angelegenheit. Ich lerne vielleicht raus, ein bisschen mehr aufzupassen. Aber was willst du jetzt noch machen? Naja gut, ich sag mal, ich bin auch schwanger von ihm. Und nein, du bist schwanger von ihm? Richtig, und da sind noch 2 Frauen, die sind mit schwanger. Also hör mal, Nicole, du bist 30 Jahre alt. Jo. Jetzt muss ich mal an deinen Verstand appellieren. Du lernst einen Typ im Internet kennen, bist mit dem ein paar Monate, wirklich nur ein paar Monate zusammen und wirst von dem schwanger? Was ist denn mit dir los? Naja gut, normalerweise hätte das nicht passieren dürfen, weil ich die Spirale mir im Januar setzen lassen habe. Und das ist wohl schief gegangen dann irgendwie. Offensichtlich hast du mit ihm aber ohne Gummis geschlafen. Einmal, ja. Ja. Und da ist es wohl dann auch passiert. Das ist natürlich in so einer Anfangsphase, finde ich, auch schon, sollte man auch nicht tun. Ja, klar, da habe ich auch jetzt viel drüber nachgedacht und alles. Jetzt bist du von dem schwanger und eine andere Frau oder eine andere Frau? Wie viel? 2 noch. 2, also er hat 3 Frauen geschwängert in jetzt im Sommer. Wie alt ist der? Der ist 35. Das ist ja ein Ding. Das heißt, aber er hat sowohl schon einen Sohn von 5, der war auch schon verheiratet. Und mit seiner Ex-Frau habe ich auch Kontakt und die meint, das war eine tickende Zeitbombe und alles. Ja, und jetzt, wie willst du weiter vorgehen? Ja, erstmal alleine alles weitermachen, weil ich lebe selber auch noch in Scheidung. Mhm. Weil im Dezember hatte ich mich getrennt von meinem Mann. Ja, du hast aber kein Kind sonst. Doch, 2 habe ich schon. Doch, du hast auch schon 2 Kinder. Ja. Das heißt, du willst gar nicht auf den zugehen und du willst mit dem gar keinen Kontakt haben? Nee, gar keinen mehr. Der soll auch nicht zahlen? Ja, zahlen schon, aber ich will mit ihm jetzt erstmal so keinen Kontakt mehr haben, weil ich sag, die Zeit, die war auch hart für mich, wenn man das so alles erfährt hinterher. Ja. Und die anderen 2 Frauen denken aber genauso auch. Weiß der denn schon, dass ihr alle schwanger seid? Er weiß das. Er hatte mich dann auch, wollte mich zwingen zur Abtreibung und alles und da habe ich gesagt, das läuft so nicht. Wann hast du dem das denn gesagt mit der Schwangerschaft? Das war auch Mitte August, bevor er dann sich verabschiedet hat, komplett. Und wollte er die anderen Frauen auch zur Abtreibung drängen? Ja, der wollte, dass wir abtreiben, weil er wollte ja keine Kinder mehr. Dann habe ich gesagt, dann hättest du mit aufpassen müssen und nicht nur wir alleine. Natürlich, natürlich. Also ich sag mal, ob die anderen jetzt verhütet haben, das weiß ich nicht, aber ich hatte mir extra im Januar noch eine Spirale setzen lassen, weil ich ja 2 schon habe. Mhm.
Dennoch ist das A und O, auch gerade bei so einer frischen Bekanntschaft, dass man sich auch mit Gummi schützt, wegen vieler anderer Dinge, nicht nur wegen der Schwangerschaft. Genau. Man wird ja nicht müde, das hier zu sagen. Ja gut, ich sag mal, am Anfang war er gar in der Woche immer bei mir, außer am Wochenende war er dann bei dieser Marion. Und die wohnt 2 Kilometer von mir auch nur entfernt. Das ist ja unglaublich. Der hat wirklich in der Zeit, während ihr zusammen wart, 6 andere Frauen gehabt. Genau, wenn nicht auch mehr. Wie kriegt man das denn so zeitlich auf die Reihe, so, dass du das zum Beispiel und die anderen Frauen nicht gemerkt haben? Indem er gesagt hat, er müsste jetzt zum Tischtennis oder so, dann war er dann abends bei der, nachts war er dann bei mir. Das hat sich immer gewechselt bei ihm. Das ist ja fast schon pathologisch. Krankhaft bei so einem Typ. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Also, was ist er denn so für ein Typ? Was er für so ein Typ ist, also er hat sich auch bei jeder Frau Geld geliehen, er hat sich von seiner Schwester das Auto bezahlen lassen. Ein Schnorrer? Ja, ich weiß nicht, also Schmarotzer habe ich immer gesagt. Hat er von dir auch Geld? Er hat von mir Geld gekriegt, er hat auch neue Anziehsachen bekommen von mir. Wie viel Geld? 600. Aber ich gehe mir davon aus, dass du auch nicht gerade so viel Geld hast, oder? Ich gehe noch arbeiten. Ja gut, aber du schwimmst nicht im Geld und... Nein, ich bin Normalverdiener. In der Altenpflege verdient man ja auch nicht. Genau, ganz genau. So, da ist jeder 100-Euro-Schein hat natürlich seinen hohen Wert. Ja, genau. Nur wie gesagt, er hat auch immer gesagt, ja, ich bin nicht so wie dein Ex-Mann oder Nochmann. Aber bist du denn da nicht schon stutzig geworden, dass du dem Klamotten kaufen musst, dass du dem Geld geben musst, nachdem du so kurz das mit ihm zusammen warst? Ja, nee, weil ich mir gedacht habe, weil er ja Privatinsolvenz hat, da hatte ich mich ja auch gar nicht so mit ausgekannt. Aber auch da muss man ja schon mal hellhörig werden. Warum Privatinsolvenz? In den meisten Fällen haben die Leute ja selbst Schuld. In den meisten. Es gibt auch Leute, die da irgendwie reintrudeln, aber... Naja gut, ich sag mal, ich habe mit der Ex-Frau jetzt telefoniert, mich auch mit ihr getroffen. Dann hat sie mir erzählt, dass er mehrere Kündigungen hatte, weil er da in die Kasse gelangt hat und als so Scherze. Also für dich ist dieser Mann im Prinzip gestorben? Für mich ist er ja unten durch. Also da wird auch keine Aussprache oder so mehr kommen. Also, ja. Wie wird das sein, wenn das Kind dann da ist und er will Zugang zu dem Kind haben? Wie geht das? Das weiß ich noch nicht immer. Das versuche ich ja zu unterbinden irgendwie mit dem Grund, ja, weil er ja mehrere Frauen da hatte. Und ich sag mal, seine Ex-Frau hat mir gesagt, das ist auch eine tickende Zeitbombe und sie hat ja selber Angst, den Sohn, den gemeinsamen, ihm mitzugeben, weil er Angst hat, dass er dann gegen den Baum fährt mit dem Kind gleichzeitig. Ach so. Ja, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das. Nur wie gesagt. Ja, ja. Also im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass der sich auch überhaupt nicht interessiert für die Kinder, sondern dass der damit gar nichts zu tun haben will. Nee, er hat ja auch seinem ersten Sohn auch den Kopf schon ein paar Mal zusammengedrückt, also. Er hat den Kopf zusammengedrückt? Ja, das hat mir seine Ex-Frau erzählt. Wie alt war das Kind, als er das getan hat? Das erste Mal war er 2. So unfassbar, wie, und die hat ja nicht angezeigt? Nee, sie hat Angst vor ihm. Na, hör mal, was sind denn das für Verhältnisse? Der bringt fast ein Kind um und sie kümmert sich nicht darum und geht nicht zur Polizei? Ja, also ist ein Ding. Ja, aber allein das ist ja schon Grund genug, dass das niemals er mit deinem Kind in Kontakt kommen darf. Nee, das möchte ich auch gar nicht. Wieso? Hast du denn, ich meine, das ist ein Typ, der dich mit einer Strich und Faden betrogen und belogen hat. Das ist auch sein Kind. Was für ein Gefühl hast du denn dazu, zu diesem heranwachsenden Kind in dir? Ich sag mal, das Kind kann ja in dem Moment nichts dafür. Das ist eine richtige Einstellung und so empfindest du auch. Gut, klar, ich denke so, aber ich sag mal, hoffentlich sieht es aber auch nicht so aus wie er. Ja, das hoffen wir mal. Weil dann wäre das Kind wirklich vielleicht gestraft fürs Leben. Ja, so nur ganz unhübsch war er ja wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ihn nicht genommen. Nee, nur wie gesagt, in Hamm kann er sich nicht mehr sehen lassen, weil er da auch die Schuhe abgezogen hat. Unfassbar. Ja. So, du bist jetzt in wievielten Monat? Ich komme jetzt in den 5. Im 5. Monat. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt, Nicole? Dass ich erstmal die Nase voll habe von Männern. Ja, aber ich finde, was man da auch herauslernen sollte, ist, dass man mit großer Vorsicht an einen Partner rangehen sollte. Naja gut, ich sage, wenn ich zweimal da wirklich in den Mist reingreife mit meinem Mann, der ist ja auch fremdgegangen, der hat jetzt eine 18-Jährige. Naja, dann bist du erstmal bedient jetzt.
Genau, ja. Voll. Nicole, ja. Also ich finde es gut, dass du nicht abgetrieben hast, dass du dann zu dem Kind dann auch stehst und dich jetzt auch drum kümmern wirst. Und ja, wie gesagt, das Kind kann am wenigsten dafür. Ja, natürlich, absolut. Und ja. Ich sag ja. mir, wer das kann, der muss auch die Folgen tragen können. Ja. So, und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zeit und viel Kraft und Power, dass du das hinkriegst. Dann hast du 3 Kinder zu versorgen, das ist ja auch kein Pappenstiel. Und dann noch den schweren Beruf. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Nicole. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss.